Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Weiter geht's an Tag 5 in aller Herrgottsfrühe. Aber es gibt ja auch mal wieder allerhand zu tun, denn wie ihr alle wisst, steht abgesehen von unserem Schlafsack hier noch nicht so wahnsinnig viel auf unserer Plattform. Und genau das möchte ich heute ändern. Wir brauchen ja unter anderem auch noch eine Schmiede und von daher schauen wir jetzt gleich mal, ob wir uns die vielleicht sogar herstellen können oder nicht. Da haben wir sie auch schon, die Schmiede. Kann ich aber noch nicht bauen, weil ich den fortgeschrittenen Ingenieur anscheinend noch nicht geskillt habe. Okay. Das ist natürlich schlecht, aber Skillpunkte haben wir vorrätig, das ist gut. So, wo ist er denn, der fortgeschrittene Ingenieur? Wahrscheinlich hier, oder? Ah ja, genau, da unten ist er. Das schaut gut aus. Das schaut sogar sehr gut aus. Einen Punkt brauchen wir dafür. Ja dann, investieren wir den doch gleich mal. Und kann ich vielleicht jetzt die Schmiede bauen? Haha, sehr schön. Funktioniert. So, jetzt fehlen allerdings noch kleine Steine. Lehm. Leder brauchen wir noch. Klebeband. Und kurze Eisenrohre. Ah, das wird schwieriger hier unten. Aber gut, vielleicht hat der Händler da was im Angebot. Aber gut, bevor ich jetzt runterspringe, ich brauche auch noch ein Lagerfeuer. Fällt mir gerade ein. Ah nee, halt. Halt. Da war ja was. Ich wollte mir eigentlich schon ein Lagerfeuer bauen in der Nacht, aber ich hatte leider keine kleinen Steine dabei und ja, dementsprechend musste sich mein Charakter hier von dem rohen Wildbret ernähren. War zwar nicht gerade schmackhaft, aber ja, hat mich zumindest am Leben gehalten. Besser als nix. Und von daher wird es auf alle Fälle auch noch Zeit, dass wir da gleich kleine Steine holen. Nur noch eben ganz geschwind ein paar Kisten bauen, weil die kann man ja immer brauchen. So, sehr schön. Gut, das Zeug brauchen wir aktuell nicht. Das kommt einfach mal hier rein. So, sehr schön. Gut, den kleinen Stein, den nehmen wir auf. Das brauchen wir nicht. Okay, soweit so gut. Sehr schön. So, dann ab nach unten. Per Schnellexpress. Sehr schön, aber da gibt es noch Verbesserungsbedarf. Das war ein bisschen knapp. Ein bisschen sehr knapp für meinen Geschmack. Das ist noch ausbaufähig. Du bist am Verhungern. Oh weia. Oh weia. Geht das schon wieder los? Na super. Aber gut. Kleine Steine habe ich jetzt eigentlich genügend. Dann gleich mal ein Lagerfeuer herstellen in der Zwischenzeit. Und dann geht's auch schon direkt wieder ab nach oben. Hoch mit dir. Komm, Charakter. Eine Leiter muss ich mir dann natürlich auch noch bauen. Das ist natürlich keine Zukunftslösung hier mit diesen Blöcken, aber zumindest vorübergehend. So, das Lagerfeuer ist fertig. Sehr schön. Dann gleich mal platzieren. Kommt jetzt einfach mal hier hin. Machen wir es mal so. So, rein damit und rein damit. Und dann sollte ich eigentlich auch gekochtes Fleisch herstellen können. Ja, müsste gehen. Kochtopf haben wir, aber ich glaube, ich muss noch mal kurz raus, oder? Ja, genau. Jetzt wird es richtig angezeigt. So, sehr schön. Gleich mal 4 Stück. Da kam gerade irgendeine Durchsage vom Händler. Können wir da jetzt schon rein, oder wie? Um 6 Uhr in der Früh. Also wenn dem so wäre, dann wäre das ziemlich cool. Müssen wir nachher gleich mal gucken. Wenn wir hier gefrühstückt haben. Dürfte eigentlich auch nicht mehr allzu lange dauern. Ah ja. Ui, sehr gut. Lebensmittelvergiftung nur 4%. Beim verkohlten Wildbret waren es ja 10%. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Sehr gut. Und das haut auch anders rein hier. Wunderbar. So, was zu trinken haben wir eh noch dabei. Und du da unten gibst Ruhe, sonst komme ich runter.
dass du Bescheid weißt. Ah ja, perfekt. So, nochmal was futtern. Einwandfrei. Jetzt geht's wieder ein bisschen besser hier voran. Sehr schön. So, noch eben kurz einen Verband hernehmen. Damit sich unsere Lebenspunkte auch wieder schön füllen. Ah, alle guten Dinge sind drei. Wunderbar. Wie schaut's hier aus? Zur Feier des Tages gibt's gleich noch eins. Das reicht dann aber auch. So, wunderbar. Und die paar Sekunden warte ich jetzt auch noch vorsichtshalber. Sehr schön, die Ausdauer geht auch nach oben. Genauso wollen wir das. So, perfekt. Das schalten wir aus. Und dann ab zum Händler. Mal gucken, ob er was für uns hat. Uiuiuiui. Ja, hörst du auf, hier die Säulen kaputt zu schlagen? Ah, ich schieße halt auch noch daneben. So, das hat er jetzt davon. Ui, Level 5. Wunderbar. Noch einen Fertigkeitspunkt mehr, den wir mal wieder vergeben können. Halt, bevor ich zum Händler gehe, schauen wir erstmal hier in der Kiste, ob da noch was drin ist. Klebeband bzw. Eisenrohre brauche ich ja. Ah, sieh da. Sehen Sie an. Klebeband haben wir noch zwei Stück. Eisenrohre sehe ich hier aber leider nicht. Nee, da schaut schlecht aus. Da haben wir allerdings noch dreckiges Wasser. Das können wir noch mitnehmen. Lehm können wir auch noch mitnehmen. Gut, und den Rest brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Höchstens noch Eisen zum Einschmelzen. Das nehmen wir mal mit. Leder auf alle Fälle brauchen wir ja. Für die Schmiede und Tierfett ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Okay, soweit. So gut. Vielleicht noch Antibiotika. Für den Fall der Fälle. Sehr schön. So, hoffentlich hat der Händler was für uns. Weil die Schmiede möchte ich mir eigentlich schon ganz gerne bauen. Greetings, Stranger. I've got the best deals in Navisgain. So, wo finden wir das jetzt am geschickten? Wahrscheinlich hier, oder? Nee, das sind Mods. Rohstoffe. Kurze Eisenrohre hätte er. Okay, 24 das Stück. Wisst ihr was? Bevor ich die jetzt lang suche, kaufen wir uns da drei. Sehr schön. Vielleicht kein Schnäppchen, aber zumindest eine sinnvolle Investition. Jetzt bräuchte man noch ein Klebeband. Oder zumindest einen Kleber. Papier und Schießpulver? Nee. Nahrung kochen. Ja, da ist es natürlich nicht drin. Geheimvorrat. Was hätte er da noch? Magnum-Vollstreckerband 5. Fertige panzerbrechende 44er Munition. 1000 kostet uns das. Aber ist es das wert? Ist es das wert oder ist es das nicht wert? Nadel und Faden gibt es auch ein Band 5. Könnte ich aber nur Staubmäntel herstellen. Ich glaube, die sind jetzt nicht so wichtig. Panzerbrechende Munition hört sich schon gut an. Und wer weiß, bis wann ich mal das Buch hier finde. Nun gut, an Tag 7 wird das Ganze wieder aufgefüllt. Ich kaufe mir das jetzt noch nicht. Und sollte das eine sinnvolle Investition sein, dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben, weil dann kaufen wir uns halt das. Ich denke aber schon, panzerbrechende Munition. Allerdings ist das halt nur Munition für die Magnum. Darf man nicht vergessen. Das ist nicht allgemein panzerbrechende Munition. Ah. Weiß noch nicht. Müssen wir mal gucken. Bauplan Tragschrauberzubehör 1600. Das wäre gut für einen Gyrokopter. Aber das ist nicht drin aktuell. Schade. Nee, ich glaube, da schaut schlecht aus. Da schaut es echt schlecht aus, dass wir hier blöderweise kein Klebeband haben. Scheibenkleister. Dietrich. Gut, und da haben wir auch nichts. Können wir es zwar noch mit der Suche probieren, sollte ich irgendwas übersehen haben, aber ich glaube nicht. Klee. Nee. Da kommen nur die Schlagringe. Dann nicht.
Dann müssen wir auf die Suche gehen. Oder alternativ, ich renne kurz nach Hause. Aber nee, ich glaube, das dauert zu lang. Schauen wir uns mal ein bisschen in der Stadt um. Viel ist es ja nicht, was wir hier brauchen. Nur noch ein Klebeband und dann könnten wir eigentlich die Schmiede schon bauen. Ich will jetzt auch gar nicht einen riesengroßen Ausflug in die Stadt machen, um ehrlich zu sein. Nur wie gesagt, schnell das Klebeband bzw. den Kleber finden. Eins von beidem würde uns ja reichen. Halt, da war noch was. Muffiger Rucksack, fast übersehen. Ah, was zu essen, sehr schön. Was ist denn das eigentlich? Ein Funkturm anscheinend. Das scheint mir der Schrottplatz zu sein, aber da gibt es ja immer Hunde. Bin ich nicht unbedingt so der Fan von. Und was ist das? So ein alter Planwagen. Okay, interessant. Aber da kann ich nichts machen, oder? Nee. Aber hier gibt's doch irgendwas, oder? Da mal Heu. Das nehmen wir auf alle Fälle gleich mal mit. Ui, da ist was. Na, Sian. Eine versiegelte Versandkiste. Eine Shamway-Kiste. So, keine Steine mehr dabei. Oder doch? Glück gehabt. Aber das ist gut, dass es hier auch noch Heu gibt, weil dann können wir auch noch gleichzeitig... Ui, cool. Ein Wildbret, ein Topf. Können wir auch noch gleichzeitig unser, ja, unser Sprungfeld, sage ich mal, erweitern. Ihr wisst, was ich meine. So, Klebeband. Wo finde ich am schnellsten Klebeband? Hier im Haus? Nee, ich glaube nicht. Was haben wir da noch? Noch ein Häuschen. Was ist das? Sieht irgendwie alienartig aus. Ah, Nitratpulver. Scheint es zu sein. So, der Zombie hat mich allerdings gehört. Schnell weiter. Klebeband. Bräuchte man. Na, war auch nicht schlecht, aber nicht das, was ich gerade gebraucht habe. Was ist das hier? Eine Scheune. Da gehen wir auf alle Fälle auch noch rein. Noch mehr Heu. Halt, da geht's rauf. Da geht's nach oben, definitiv. Da war irgendwas, weil ansonsten wäre da nicht der Heuballen gewesen. Gibt's hier vielleicht einen schnelleren Weg rein? Ja, hier vorne nämlich. Wer sagt's denn? So, gibt's hier überhaupt irgendwas Gutes? Bring ich schon gar nicht mehr raus. Ja, da gibt's was. Da gibt's was. Okay, da wollen wir rein. So, ich will allerdings nicht runter. Schlagen wir das mal kurz weg. Das Zeug hier. Und dann bauen wir uns behelfsmäßig sowas zum Rübergehen. Beziehungsweise ich könnte eigentlich runterspringen, weil es wurscht ist. Die Beine breche ich mir ja nicht, oder? Nee, geht. Geht. Wunderbar. So, ab nach oben. Hoch mit dir. Und nix wie rüber. Hey, cool. Gleich zwei so Werkzeugkisten. Das ist perfekt. Die Zombies checken mal gar nichts. Und damit die da auch nicht rüberkommen, machen wir das auch mal kurzerhand. Weg. Sicher, sicher. So, wunderbar. Dann wollen wir doch mal. Hoffentlich ist da gescheites Werkzeug drin. So eine Eisenspitzhacke wäre gut. Okay. Stahlgerüste. Auch nicht verkehrt. Was haben wir hier noch? Komm, eine Eisenspitzhacke. Ah, leider nicht. Aber ein Motor. Immerhin. Immerhin. Besser als nichts.
Okay, das nehmen wir auch noch mit. So, ein bisschen Benzin kann auch nicht schaden. Und dann, glaube ich, sind wir hier sowieso schon durch. Mehr gibt's hier nicht, was mich interessieren würde. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt am schnellsten wieder raus? Ah, okay, die Zombies haben mich bemerkt. Einer tot. So, das ist meine Chance. Mein kleines Zeitfenster, das mir hier bleibt. Freiheit. Wir haben es geschafft. Ui, Mais. Gibt's hier. Was ist das? Irgendeine riesige Fabrik. Bin ich mal gespannt, wenn wir da reingucken. Hey, du Zappel, Philipp, da vorne. Perfekt. Ah, jetzt habe ich aber leider keine Patronen mehr. Für unser Sturmgewehr. Na gut, dann muss jetzt die Pistole herhalten. So, und da sind Spikes anscheinend. Okay, interessant. Hunde sehe ich keine. Ah. Bin mal gespannt, ob das auch wirklich so bleibt. Aber ich denke, da drin werden wir auf alle Fälle fündig, was das Klebeband angeht. Immer schön vorsichtig. Nur nichts überstürzen. So, was haben wir hier? Motorwerkzeugteile. Ah, okay, cool. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Ah, nee. Halt. Den wollte ich eigentlich angucken, den Müll. Coins waren da dabei. Klebeband, Jackpot und Dietriche. Sehr schön. Dann könnten wir eigentlich schon direkt wieder umkehren. Oder schauen wir uns doch noch ein bisschen um. Verlockend wäre es ja schon. Jetzt, wo wir schon mal da sind. Da oben war auch noch irgendwas. So eine Tasche. Komme ich da vielleicht direkt drauf? Und dahin? Ah ja, geht. Der Arm ist lang genug. So, Schienen und eine leere Dose. Ah, da liegt ein Zombie, okay. Was ist denn da drin geboten? Ah, okay, Zombies gibt's da drin auf alle Fälle. Ah, okay. Hoppala. Ui. Uiuiuiui. Ich verblute. Nicht gut. Bandagieren. Mann, oh Mann. Passt mal eine Sekunde nicht auf und dann sowas. So, du bleibst gleich mal weg von mir. Brauchst gar nicht näher kommen. Wunderbar, noch eine tot. Wenn ich jetzt schon alle Zombies hier abknalle, dann können wir uns eigentlich auch gleich umsehen. Weil dann ist es auch schon wurscht. Von hinten kommt noch einer. Na, er lebt immer noch. Gut, jetzt nicht mehr. Immer schön auf den Kopf. Oh, verdammt, nachladen. So, den auch noch kurz ins Jenseits befördern. Mann, oh Mann. So schnell geht's, dass man hier ins Gras beißt. Okay, kommt noch ein Zombie. Oh, die ist nicht gut gelaunt. Die ist gar nicht gut gelaunt. Soll mir aber wurscht sein. So. Wunderbar. Passieren darf jetzt aber nichts mehr, weil viel Munition habe ich nicht mehr dabei. Komm, rein mit dir. Hä? Wieso geht's denn nicht? Jetzt da. Okay. Das schaut verlockend aus. Ein Bücherregal da hinten. Da möchte ich auf alle Fälle hin. So, ein Automat. Gut, was zu essen brauchen wir nicht. Wo geht's hier hin? Sind da noch mehr Zombies?
Ja, da sind noch mehr Zombies. Verdammt. Da habe ich noch... Ja, ich habe noch Schrotpatronen dabei. Wo ist meine Shotgun? Wo ist meine Shotgun? Nicht ausgerüstet. Schlecht. Okay, zu zweit. Ah, die haben mich sogar noch erwischt. So, Ruhe auf den billigen Plätzen. Puh, Mann, oh Mann. Eigentlich wollte ich ja nur die Schmiede bauen. Hey, cool, noch mehr Schrotpatronen. So, hier gibt es auch noch allerhand. Ich höre aber schon wieder irgendwo einen Zombie. So, eine Bleitrophäe, Angelblei und Stofffetzen. So langsam wird es aber ein bisschen krass vom Platz. Irgendwer oder irgendwas schlägt da wild um sich. Ah, okay. Ich weiß schon, woher das kommt. So, gleich mal durchladen. Lieber einmal nachgeschossen, man kann ja nie wissen. Okay, da ist nichts drin. Eine Jacke brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo Werkzeug? Ui, da gibt es was, eine Chemiestation. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt ist hier ausgerechnet die Couch im Weg. Aber jetzt sind wir auch schon drin. Hier ist zu, okay. Interessant, interessant. Da geht's nach oben. So, vorsichtig. Was ist hier oben? Okay, nix. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Fast ein bisschen zu einsam. Aber gut, lieber so als anders. Mal gucken. Ah, die ist zerstört. Dachte ich mir fast, aber... Flasche mit Säure. Okay, ja gut. Nehmen wir auf alle Fälle mit. So, ich muss nur mal wieder Platz schaffen. Weil eben kurz alles zerlegen, was ich doppelt und dreifach habe. Warteschlange ist voll. Und der nächste Zombie scheint schon wieder irgendwo gespawnt zu sein. Wir haben noch einen Kochtopf. Ja, das nehmen wir auch mal mit. So weit, so gut. Ja, wo geht's hier hin? Das ist die große Frage. Nach unten auf alle Fälle, ich glaube. Das müssen wir aber nicht zwangsweise aufschlagen, obwohl... Machen wir das vielleicht mal, weil ich habe eine Idee. Vielleicht kommen wir da direkt in den Raum mit den Büchern. Und sollten wir da noch fündig werden, wäre das ja mit Sicherheit nicht verkehrt. Nur immer schön vorsichtig sein. Puh, Mann, oh Mann. Da denkt man nichts Böses und dann sowas. So, mal kurz gucken, was hier drin ist. Tagebuch des Jägers, Band 5. 10% mehr Schaden an Hirschen verursachen wir damit. Sehr schön. So, und was ist hier noch drin? Noch ein Buch. Die Kunst des Bergbaus. Okay, ich kann damit Melasse fertigen, Band 4. Sehr schön. Auch nicht verkehrt. Einen extrem starken Kaffee können wir uns jetzt hier herstellen. Der wird uns sicherlich noch gute Dienste leisten. Damit wir da immer schön durcharbeiten können. Da haben wir noch Bier. Sagen wir auch nicht nein dazu. Nur mein Inventar sagt dazu leider nein. Ja. Gut, mal eben was essen. Ah, jetzt geht das nicht mehr rein, oder wie? Dann machen wir es noch so, dann machen wir es noch so und perfekt, hat alles Platz. Einwandfrei. So, da ist auch noch zu.
Okay, da könnte es speziellen Loot geben. Aber ich würde sagen, was sich hinter dieser Tür da befindet, das schauen wir uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die an. Ich sage wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.